Liebe Leute, der nächste Zug ist fällig gegen den Ranger in Strategic Command. Welcome to War in Europe. Ja. Ah, die gepanzerten Züge schlagen sich nach wie vor ganz gut. Allerdings stößt der Feind jetzt hier vor, versucht uns zu entgehen, uns hier abzuschneiden bei Narva. Wir haben hier eine neue Armee parat. Oh, die Stoßarmee kriegt ein bisschen was ab. Ja, Bereitschaft war wahrscheinlich noch nicht so richtig gut, weil wir sie gerade erst eingesetzt haben. Und die Züge kassieren da jetzt auch. Fallschirmjäger auf dem Vorstoß gegen unsere Befestigungsanlagen. Jetzt auch die Finnen nochmal wieder offensiv. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So, Panzer vor Moskau. Boah, Chor mit Überstärke hier. Hat er vielleicht doch nochmal investiert in eine Verstärkung. Ach ja, wir haben Partisanen bekommen. Ist ja am Ende der letzten Runde noch passiert. Und übrigens, große Neuigkeiten. Die USA sind in den Krieg eingetreten. Pearl Harbor hat stattgefunden. Der Angriff der Japaner auf den Marinestützpunkt der Vereinigten Staaten auf Hawaii. Das heißt, da werden wir jetzt bald fleißig Truppen rüber transportieren müssen. Oder endlich können. So, Novorossiysk, da wird die Garnison angegriffen, da zieht sich der zurück. Die Italiener greifen weiter Larissa an. Keine großen Erfolge allerdings für sie dort. Und sie haben Truppen verlegt, strategisch. Ja, und da seht ihr es, die Mobilisierung sozusagen wird durchgeführt. Die USA machen mobil für den Krieg. Sie schließen sich den Alliierten an, erklären dem Deutschen Reich den Krieg. Und die amerikanische Industrie beginnt mobil zu machen, wobei sie ist schon direkt bei 100%. Sowjetische Partisanen verhindern die Versorgung der deutschen Truppen sehr gut. Wir haben natürlich einiges hier verloren. Die Korps Brand und das 30. Korps der Nazis haben Nachschubmangel. Wir haben ein U-Boot gesichtet in Kiel. Gut, dass da Bomber in Thessaloniki waren, das wussten wir natürlich schon. Handelsbeziehungen zwischen Spanien und dem Deutschen Reich. Spanien exportiert Wolfram ins Deutsche Reich, wodurch die deutsche Wirtschaft 5 militärische Produktionspunkte pro Runde erhält. Bis wir Frankreich befreien und weitere Exporte selbst unterbinden können, sollten wir General Franco diplomatisch unter Druck setzen, damit er mehr auf Distanz zu den Achsenmächten geht. Unsere Botschaft in Madrid glaubt, dass die Wolfram-Exporte aufhören würden, wenn Spanien mit weniger als 20% Richtung der Achsenmächte tendieren würde. Investieren Sie in Diplomatie, um die Verbindung zwischen Spanien und den Achsenmächten zu schwächen. Hauptquartier der Roten Armee. Ich bin aus Stalin. Die Invasoren nähern sich unserer Hauptstadt und die Menschen benötigen Inspiration, damit ihre Widerstandskraft gestärkt wird. Wenn Sie ankündigen würden, dass Sie in Moskau bleiben und die Verteidigung anführen werden, würde das unsere Arbeiter und Soldaten begeistern und sie würden ihre Mühen glatt verdoppeln, um den Angriff des Feindes abzuwehren. Dennoch sollten sie nur dann Ja sagen und die Verteidigung von Moskau durchführen, wenn sie überzeugt davon sind, dass sie den Gegner daran hindern können, die Stadt einzunehmen. Die Gefahr besteht nämlich darin, dass die Wirkung auf die Moral unseres Volkes verheerend ausfallen würde, wenn sie die Verteidigung der Stadt übernehmen und wir verlieren. Wollen sie trotz dieser Risiken der Welt zeigen, wie tapfer sie sind? Wenn sie Ja sagen, würde die Moral unserer Truppen vorübergehend um 25% erhöht. Das wäre natürlich großartig. Und die Moral um 5000 Punkte steigen. Diese beiden Anstiege werden helfen, die Chancen des Feindes zu senken, Moskau einzunehmen. Sollte der Feind aber unsere Hauptstadt dennoch erobern, sinkt die Moral unserer Truppen einmalig um 40%, während unsere nationale Moral um 12.500 Punkte fällt. Die Auswirkungen sind schwerwiegender als bei einer negativen Antwort. Sagen Sie Nein und Moskau fällt, sinkt die nationale Moral nur um 5000 Punkte. Wenn Sie also glauben, dass wir Moskau auf keinen Fall halten können, sollten Sie Nein sagen. Wir werden natürlich kämpfen und Moskau halten. So, wir haben nämlich auch schon weitere Verstärkungen parat und 2 Träger für die Vereinigten Staaten, Ranger und Bogue, Flugzeugträger und Geleitflugzeugträger. Also Flugzeugträger ist für Angriffe, kann man sagen, Luftangriffe. Und der Begleitträger ist eigentlich dafür, um Konvois zu eskortieren und U-Boote anzugreifen. Wir werden ihn mal
hier unten einsetzen, beziehungsweise beide hier unten einsetzen natürlich. Um die sowjetischen Truppen kümmern wir uns später. Was wir jetzt mal dann machen müssten, die haben alle auch schon eine Erfahrungsstufe, das ist natürlich hervorragend. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wohin mit dem ganzen Salat. Und bevor wir es vergessen, können wir ja direkt mal hier vielleicht versuchen, auf Jagd nach dem U-Boot zu gehen, das immer noch da unten ist. Wir haben hier 10, dann werden wir hier mal kreuzen. Und zwar hier runter. Und dann zusehen, dass wir da angreifen. Die haben noch 8 Versorgung. Die sollten vielleicht erstmal zurückkehren und dann aufgefrischt wieder aufbrechen. Wir werden hier die Küste abgerasen, ob hier irgendwas los ist. Das wäre halt nochmal eine alternative Möglichkeit, direkt hier an der Westküste Frankreichs zuzuschlagen. Oder man geht halt wie historisch, ne, über Casablanca, Nordafrika bis nach Tunis, trifft sich hier mit den Briten, springt von da aus nach Sizilien, nach Italien, stößt hier vor, bereitet währenddessen die Landung, wie bei uns geplant, ja hier Richtung Hamburg vor. Wenn wir gerade nochmal in die Diplomatie gucken. Algerien, 41% Achse. Also sie sind gar nicht in der Achse. Und wie ist denn das mit Spanien? 45%. Die Amerikaner haben 300 Punkte. Ja komm, dann investieren wir 50 mal da rein. Vielleicht von der UdSSR auch nochmal. Wobei man will sie ja eigentlich, wenn dann in eine Richtung, um die Chancen zu erhöhen. Sonst hätten wir 2 mal 5% Chance. Das ergibt halt leider keine 10%, ne? Tunesien. 60%. Also Algerien müsste man halt den Krieg erklären, dann würden die hier auch Truppen ausheben und so weiter. Bin noch nicht davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ja, wir können auch mit dem Transport natürlich der Truppen beginnen. Die erstmal hier in die Richtung führen und dann entscheiden, ob wir sie nach Großbritannien schaffen, wobei der Weg hier oben schon deutlich schneller wäre, als wenn wir hier so einen Zickzack unternehmen. Oder halt gleich Full Blow und dann hier oben zuschlagen und Italien ignorieren. Italien hat seine Truppen hier gebunden. Italien hat hier viele Truppen verloren in Afrika. Ich glaube, ich bin tatsächlich dafür, sofort auf Hamburg-Berlin zu schlagen. Also die amerikanischen Truppen direkt rüberbringen nach England. Direkt nach England. Wir werden erstmal moderat beginnen, würde ich sagen, mit dem amphibischer Transport ist ja direkt für Landung. Das brauchen wir aber nicht. Wir werden die Truppen ganz normal transportieren. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen riskant, dass ich die jetzt ohne Eskorte direkt losgeschickt habe. Aber da wir weit und breit keine feindlichen U-Boote in Sicht hatten, habe ich das jetzt einfach mal riskiert. So, warum kann ich die Flieger nicht transportieren? Die sind doch sogar im Hafen. Ich verlege sie mal da hoch. Upgrade. Nee, geht nicht.
Weiterentwickelt und Langstrecke verbessern wir direkt mal. Dann müssen wir beim nächsten Mal gucken, warum das jetzt nicht ging. So, die Träger kommen dann noch hinterher nächstes Mal. Ja, aber die können ja auch nicht so weit fliegen, das verstehe ich jetzt gar nicht. Abfangen, eskortieren, tralala. Ja, wir werden's gewahr werden. Und wo wir jetzt gerade bei den USA sind, machen wir da auch weiter. Das läuft alles ganz gut, würde ich sagen. Mobilität haben wir. Erdkampfwaffen, ja, wir haben nach wie vor keine Flugzeuge, für die das relevant wäre. Langstrecke, weiterentwickeltes Flugzeug könnte man nochmal machen. Angriffs- und Verteidigungswerte von Jagdflugzeugen und Flugzeugträgern. Gegen Flugzeuge, strategische Bomber und so weiter. Gut, Jagd ist auch nur auf 1, aber da haben wir auch nach wie vor keine wirklich großen Verbände gesehen. Deswegen lasst uns mal lieber weitere Truppen hier besorgen. Panzer zum Beispiel. Geben wir die nächste amerikanische Panzerdivision in Auftrag. Geht nur ohne Verbesserung. Die müssen wir dann halt hinterher nochmal wieder vornehmen. Aber ja, das ist mir, glaube ich, wichtiger, dass das jetzt relativ schnell passiert. Sowjetische Truppen wissen wir, dass wir welche haben. Verfügbar. Also springen wir wie üblich nach Norwegen. Dieses Mal alles in Schnee. Also wieder keine Gelegenheit hier für unsere Träger, ihre Flugzeuge zum Einsatz zu bringen. Wie ist denn das jetzt momentan hier eigentlich? Flugzeugträger. Weiterentwickeltes Flugzeug. Verbessern. Den haben wir schon verbessert. Verstärken brauchen wir ihn auch nicht. Dann kann der zumindest schon mal wieder in die Richtung aufbrechen. Auch wenn er hier wegen des Schneesturms nicht zum Einsatz kommen kann. Hier können wir ebenfalls die Flugzeuge noch weiterentwickeln. Hervorragend, nehmen wir mit. Und die Schlachtschiffe werden auch wieder Richtung Stavanger rausgebracht. Die haben ja jetzt alle hier Nachschub gebunkert, also können sie auch wieder zum Einsatz kommen. Ah, da haben wir einen Verlust genommen. Naja, war eigentlich unsinnig, natürlich während des Winters da anzugreifen. So, das U-Boot braucht dringend Nachschub, kann dann nächste Runde auch verstärkt werden. Und wie sind denn jetzt hier die Chancen? Wir müssen endlich mal dieses Chor da vernichten. 1-0 war schon mal okay. Jawohl, da haben wir es endlich. Das ist natürlich super wichtig für uns, den Hafen jetzt zu nehmen. Da werden wir auch direkt das Hauptquartier reinschicken. Und schauen uns mal die Versorgungslage an. Nächste Runde haben wir hier 2. Ich denke, dann stoßen wir schon mal weiter vor. Nutzen direkt die Gelegenheit. Die Marines, die Rupert Force. Die könnten wir dann jetzt lieber stattdessen hier in Stavanger oder so landen lassen. Dann beordern wir die zurück an die Küste, werden sie da einschiffen und dann hier unten irgendwo zuschlagen lassen. Lord Gord hat hier weiterhin das Kommando. Das heißt auch da direkt, jetzt habe ich die Träger zum Patrouillieren, die Flugzeuge vom Träger zum Patrouillieren rausgeschickt. Ich sehe gerade, ich sollte mal Licht im Hintergrund anmachen. Sehe ziemlich geblendet aus von dem Licht. Ja, wartet mal, das mache ich mal ganz, ganz schnell. So, ein bisschen besser ist es geworden. Okay. Entschuldige die kurze Unterbrechung. Aber das bedeutet jedenfalls, dass die Träger auch da gar nicht mehr zum Einsatz kommen werden, sondern hier bei Bergen, Hoogesund und Stavanger. Und dann hier die Landung bei Cuxhaven
und Bremen vorbereiten werden. Unsere Marinebomber können leider das U-Boot nicht angreifen. Einmal wegen der Distanz natürlich, andererseits, weil die Feinde einfach viel zu weit weg sind. Wir könnten mal schauen wegen Upgrades. Marinewaffen bei den taktischen möchte ich immer noch nicht machen. Die Panzer sind jetzt upgraded und können meiner Meinung nach aufbrechen hier in den Norden. Hier gibt es ja noch Inverness und so, von wo aus die Einheiten starten könnten. Kostet natürlich alles britische Punkte, ist so ein bisschen das Problem, aber was soll's. Upgrade hatten wir schon. Okay. Die Torpedoboote, die könnten nochmal verbessert bzw. verstärkt werden nächste Runde. Hier haben wir noch ein paar Truppen übrig, die die Küste abdecken. Lass uns nochmal hier die Häfen anschauen und die ostfriesischen Inseln. Immer noch kein feindliches U-Boot in Wilhelmshaven. Und hier unten ebenfalls nichts zu sehen. Da alles in Regen und Sturm ist, können wir auch unsere strategischen Bomber wieder nicht zum Einsatz bringen. Wir werden da jetzt mal in Eliteverstärkung investieren. Und springen dann mal in den Irak, bevor wir das wieder vergessen. Die Truppe hat jetzt ein bisschen Versorgung aufgenommen. Zwei Punkte verloren. Ja, das ist natürlich blöd hier. Aber hier mal die Trasse abtrennen zumindest, um Bagdad zu isolieren. Aber als... Oh Mann. Kinder draußen. Also als Stadt und Hauptstadt wird sie natürlich auch ein Nachschubzentrum sein. Da werden wir ein bisschen zu knapsen haben, vor allem weil wir hier keinen, wir haben eine sehr schlechte Moral, die ist beim Gegner deutlich höher. Mal sehen, weil hier auch kein Hauptquartier und so ist. Und dann geht's rüber. Dann geht's rüber und wir werden hier vorstoßen. Wir sehen in Benghazi noch eine feindliche Garnison, die wir direkt mal unter Beschuss nehmen. Man, ich weiß nicht, ob ich die Schlachtschiffe jetzt Richtung Malta mal bringen sollte schon. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Wir müssen ja hier das eine auch wieder ein bisschen... Die Valiant muss verstärkt werden. Und hier die Flugzeuge müssen natürlich auch wieder aufgefrischt werden. Bisschen gefährlich mit dem Träger dort. Ich weiß, ich weiß. So, Derna ist gefallen. Dern. Und weiter geht's im Eilmarsch entlang der Küste. Artillerie irgendwie ein bisschen sehr hinterher. So, Mekli und Muse. Dann können wir hier runden rumgehen und dann den Hafen als Versorgungspunkt zu kriegen, ist natürlich auch super wichtig. Dann werden wir mit der Recon Force einfach versuchen, so schnell wie möglich hier weiter vorzurücken. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier überhaupt noch Einheiten am Start hat. Flieger bringen wir hier nach vorne. Tja, das Hauptquartier müsste eigentlich auch schneller unterwegs sein. Nein, es dauert jetzt, bis wir hier die Versorgung wiederhergestellt haben. Das ist echt nicht so günstig. Oder lass uns das Korps mal rausnehmen, das frische Korps nach vorne bringen. Verstärken können wir die alle nicht, aufgrund der Versorgungslage offensichtlich. Luftabwehrwaffen, Mobilität.
Verstärken 34 Punkte für das Hauptquartier nehmen wir in Kauf. Leichten Kreuzer könnten wir verbessern mit Luftabwehr, brauchen wir nicht. Den schweren Kreuzer mit U-Boot-Abwehr sollten wir vielleicht mal machen. 11 Punkte ist auch nicht alle Welt. 100 Punkte haben wir noch. Können wir dafür irgendwas? Eine Luftabwehr könnte man sich nochmal zulegen. Aber wo würde man die hinbringen? Ne? Wo würde man die hinbringen? Garnisonen sind auch nochmal ganz gut, um eigentlich so unwichtige Frontabschnitte ein bisschen abzudecken. Nein, wir sparen das für nächste Runde. So, die 26. Armee. Jetzt ist die Frage wieder, wohin? Wir brauchen natürlich, ja, ich glaube, die Frage hat sich schon erübrigt. Wir brauchen dringend hier Verstärkung vor Moskau. Dritte Armee. Und hier oben natürlich. Dass die Finnen so stark sind, ist nach wie vor unerklärlich für mich. Wir werden hier zurückfallen. Also sieht fast so aus, als wenn wir den gesamten Sektor hier aufgeben müssten. Dann haben wir die Rifles. Die können hier nochmal hin. Und Fallschirmjäger. Da ist ja so ein bisschen die Frage und die Hoffnung. Können wir denn Feinde abschneiden? Mit Fallschirmjägern? Ja, nein. Hier wäre zum Beispiel ein netter Ort dafür. Irgendwo hier die Trasse zu kappen. Hier und dann hier rüber zu ziehen oder so. Ich weiß nicht, wie weit die eingesetzt werden können. Was kannst du upgraden? Mobilität. Für Panzer sicherlich nicht unwichtig. Aber ich glaube, verstärken ist erstmal wichtiger. Ein bisschen schade, dass wir die Stadt dafür preisgeben müssen. Die Jäger auf jeden Fall verstärken. Die Panzer verstärken. Wie weit kann denn die Armee? Die kann bis da hoch. Dann ziehen wir jetzt mit der Garnison hier runter, bringen die Armee in die Festung, verstärken die Armee. Können das Korps auch auf Mobilität. Es ist jetzt natürlich bei der letzten Verteidigungsreihe sozusagen eher witzlos. Hier für Gelände drunter, Sumpf. Dass die so stark sind, Mensch. Hm. 2-1, das ist halt auch unzureichend. Und die jetzt hier gleich zu verlieren, das will ich ja auch nicht riskieren. Also ich muss Luga jetzt aufgeben. So wie ich das sehe. Konnten die vertreiben. Ha, dann gehen wir nach Luga zurück, aber wir werden hier abgeschnitten. 2-0, das ist doch unglaublich. Gehen in die Stadt, weil da die Verteidigung besser ist und wir hinterm Fluss sind. Ich bin ein bisschen ratlos da im nördlichen Abschnitt, ehrlich gesagt. Oh, wir haben 4 Verluste bei den. Habt ihr das gesehen? Komm, dann versuchen wir hier sowas auch noch. Achso, die können ja nur einmal eingesetzt werden. Wir haben denen 4 Verluste zugefügt, weil die Versorgung und Bereitschaft auch super schlecht ist. Ja, da fehlt uns leider die Fähigkeit, jetzt direkt nochmal anzugreifen. Wir haben hier die Flieger ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist gut. Auch Mobilität, nee. Da sind die Panzer. Nee, wir gehen zurück.
Hier haben wir hier noch irgendwelche Chancen, irgendjemandem Verluste zuzufügen. Verstärken können wir natürlich nicht. Wir werden da wegen Mangelversorgung auch verlieren. Wir haben allerdings hier das erste ungarische Korps nochmal getroffen. Die Panzer stehen hier oben noch. Hier werden wir mit der Schockarmee jetzt vorgehen. Ah, das Wetter spielt uns hier einen Streich in der Hinsicht. Die Garnison muss da unten so lange wie möglich durchhalten. Der leichte Kreuzer, das sind auch verschenkte Punkte. Dass die Stoßarmeen da nicht mal richtig zuschlagen. Wo waren denn eigentlich unsere Partisanen? Hier. Partisane. Im Sumpf. Ja, dann lass uns doch mal hier Städte besetzen. Anstatt hier zu kämpfen. Ich meine, die haben Erfahrungsstufe 1, aber deswegen brauchen sie natürlich trotzdem Versorgung. Und die Luftabwehr ist jetzt kein primäres Ziel für mich, sondern die Versorgungslinien hinter dem Feind. Seht ihr, hier ist die nächste Partisaneneinheit. Da werden wir gleich unseren Angriff auf die Jägerstaffel hier fortsetzen. Wir sehen auch hier die mittleren Bomber. Also das gefällt mir ganz gut, wenn wir hier diese Versorgungslinien abtrennen können. Vielleicht haben wir dann doch noch ein bisschen Chancen. Und diese Truppe, ne, die Fallschirmjäger. Die haben Versorgung 2, Moral 1. Wenn ich die angreife, verliere ich trotzdem. 5 Mann sind da drin. Gut, sie stehen im Wald. Verteidigung 5. Und wir haben Angriff 5. Okay, dann ist der Wald da das Problem. Naja. So, hier versuchen wir mal den Gegner abzuschneiden. Unsere Versorgung ist besser als seine. Hier stoßen wir vor, hier versuchen wir den nächsten Angriff. Endlich mal ein Treffer, aber der wird gleich erwidert. Eigentlich bräuchten wir halt auch dringend noch ein Hauptquartier. Zum Beispiel in dem Gebiet hier würde sich das anbieten. Oder halt, naja, eigentlich überall, ne? Aber 373 Punkte reicht schon nicht, um hier... Einen Achter können wir nicht holen. Vatunin. Tscherniakowski. Konjev. Vielleicht holen wir Konjev mal. Dauert halt auch wieder ewig. Produktion im März. Wir kriegen jetzt noch ein Korps und mechanisierte Infanterie. Und dann Anfang Januar, also das, die kriegen wir nächste Runde. Und dann in der übernächsten Runde kriegen wir 2 Armeen, eine Schockarmee. Und dann im Februar erst wieder Artillerie. Uiuiui. Es gibt Reserven aus Sibirien. Wo bleiben sie, Leute? Wo bleiben die Reserven aus Sibirien? Wir haben sie bitter nötig, vor allem hier oben bei Leningrad, dass wir dringend zurückerobern wollen. Was man hier halt machen müsste... Wartet mal, können wir das eigentlich noch? Nee. Was man da machen müsste, ist schnell Panzertruppen hier hochbringen. Hier kann man sie nur hin transportieren, ne? Und dann schnell hier rum den Isthmus, den karelischen Isthmus abschneiden. Dann sind die Finnen komplett vom Nachschub. Ah, ne, komplett ja auch nicht, weil sie ja haben ja die Häfen in Leningrad. Oh Mann. Es ist tricky, die Partisanen. Hoffentlich retten uns die Partisanen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Glaube ich, liebe Leute. Hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn es ziemlich heikel im Osten aussieht. Bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Jan.